Mütterchen, ich krieg den Reißverschluss nicht auf. Oh, Scheiße. Liebling. Oh, oh. Wo läufst du denn hin? Ey. Ich spiele keine Spielchen. Erst sagst du, ich soll mich ausziehen und dann verschwindest du einfach. Nur weil du beschlossen hast, dass du mit mir fertig bist, werde ich noch lange nicht von der Bildfläche verschwinden. So kommst du mir nicht davon. Weißt du noch, wie du das erste Mal bei mir warst? Ich habe dieses lange grüne Kleid getragen, damit man meine hässlichen Beine nicht sehen konnte. Daran kann ich mich noch genau erinnern, weil es nämlich so schrecklich heiß war. Und dann hast du mir das Fett abgesaugt. Tja, damals war ich noch der Herr Doktor für dich. Damals wolltest du mir auch gleich die Nase machen und mir meinen Kiefer brechen. Und was ist aus meinen Silikonkissen geworden? Da schläft wahrscheinlich deine Frau drauf. Außerdem warst du ganz scharf auf meine Brüste. Du wolltest gar nicht mehr aufhören, mich zu operieren. Tja, mein Mädchen, weil du nie zufrieden warst. Oh. Was ist denn da drin? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin eigentlich nur hier, weil meine Mutter hat mich geschickt. Hat Ihre Mutter ein Problem? Nein. Aber haben Sie überhaupt geöffnet heute? Nein. Ach so. Dann kommen wir ein anderes Mal wieder. Was heißt wir? Ich und meine Mutter. Kommen Sie. Ich gebe Ihnen einen Termin. Das erspart Ihrer Mutter unnötige Wartezeit. Wird es denn lange dauern, sonst kommen wir einfach ein anderes Mal wieder. Frau kann man eine Menge erkennen.
Ja, Schätzchen? Nein, es tut mir leid. Ich komme heute etwas später. Ja? Gut. Ich dich auch. Tschüss. Kann ich Ihnen helfen? Ich bleib hier hinten sitzen. Zumachen! Hab ich doch gesagt. Der hat uns geholfen, einfach so. Ohne sich auch irgendwas Schlimmes dabei zu denken. Das sind nämlich Nachbarn. Aua! Halt die Klappe! Ey, was soll das jetzt? Halt die Klappe! Und die Ruhe jetzt!